Leute, mein Name ist Epicstan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und Katja, wir werden heute ein richtig, richtig cooles Restaurant eröffnen. Das können wir immer weiter und weiter upgraden. Da bin ich super, super, super doll gespannt, welche Gerichte wir dort auch mehr verkaufen und kochen können. Hoffentlich. Pasta. Okay, wir haben hier vorne auf jeden Fall die zwei Shops und die Bank in der Mitte. Hier können wir uns auf jeden Fall die verschiedenen Geräte kaufen. Eine Hotdog-Maschine. Oh, hier können wir eine Pommes machen. Das ist lecker. Und einen Burger-Grill. Die könnten wir uns hier alle kaufen. Für 200 Coins, für 250 Coins und für 230 Coins. Okay, dann geht's hier drüben zum zweiten Shop. Was haben wir hier insgesamt? Hier hätten wir die verschiedenen Geschäfte, die wir öffnen könnten. Einmal hier im kleinen Dorf, dann hier auf einem Festival, auf einem großen Festival und hier bei einem Drachenfestival, beim allergrößten. Das kostet auch alles Geld. Okay, als allererstes, Geschäft können wir uns hier vorne schon mal den Park aussuchen. Den haben wir schon freigeschaltet. Alles andere, müssen wir hier vorne erstmal kaufen. Dann würde ich sagen, es geht ab in den Park. Und ich befinde mich hier im Park. Oh, wie schön. Ich habe hier einen kleinen Foodtruck und ich kann hier Pommes machen, hier ein bisschen grillen. Okay, ich bin gespannt, wann die ersten Gäste kommen. Ich habe hier auf jeden Fall meinen Kühlschrank, wo ich alles rausholen kann. Okay, oh, es gibt sogar noch mehr und noch mehr. Oh, hier gibt es richtig, richtig viel. Was ist denn da los? Hier haben wir den kleinen Mülleimer und hier haben wir einen kleinen Crafty-Table. Okay, da möchte jemand was trinken. Oh, kein Problem, kein Problem. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das ist das hier. Ja, hier eine kleine Limonade für dich. Ich habe 5 Geld bekommen. Das ist praktisch. Okay, was möchte der nächste Gast haben? Der möchte, was zu trinken haben, kein Problem. Und einen Burger, ja, okay. Dann habe ich hier auf jeden Fall schon mal das Burgerbrötchen. Dann brauche ich hier noch das Fleisch. Ja, das wird hier natürlich auf dem Grill gegrillt. Das kommt hier drauf, das wird hier schön gewendet und gegrillt. Dann kann ich das auf jeden Fall zusammen craften. Oh, und ich habe hier auf jeden Fall eine Zeitleiste. Da möchte jemand einen Hotdog, und auch was zu trinken. Okay, Hotdog habe ich schon mal hier. Das kommt auf den Grill. Das müsste das hier sein. Ja, bitteschön. Okay, oh, das ist schon fertig. Das wird jetzt hier zusammen gecraftet. Ganz genau so. Und ich habe hier den Burger. Den kann ich hier abgeben. Und Dankeschön. Okay, Hotdog. Oh, ist auch fertig. Ja, sehr gut. Okay, ich brauche noch die Hotdog-Brötchen. Was ist da los? Hier ist richtig viel los. Hotdog-Brötchen habe ich auch. Okay, schnell zusammen craften, schnell zusammen craften. Das kommt hier rein. Und zack, das habe ich. Und hier, bitteschön. Ich habe jetzt schon insgesamt, Katja, 18 Coins. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aber das muss mehr werden. Yay, ja. Ich sortiere alles noch ein bisschen ein. Okay, ich habe jetzt 9 Hotdogs noch insgesamt. Ich könnte die auch schon mal alle braten. Ja, Hotdogs kommen hier drauf. Das kommt hier drauf. Okay, das wird schon mal vorgebraten. Ich könnte mir schon Pommes holen. So, die habe ich auch schon 5 Stück. Die mache ich auch schon mal in die Fritteuse rein. Sehr gut. Da kommt schon der nächste Gast. Dem kann ich sofort schon das Getränk geben. Und die Pommes werden natürlich auch schon gemacht. Das sammle ich auch schon alles ein. Die Pommes brauchen, glaube ich, noch ein bisschen länger hier insgesamt. Oh, die sind auch fertig. Dankeschön. Pommes habe ich auch. Die werden jetzt hier abgegeben. Und Dankeschön. Das läuft alles sehr gut. Jetzt habe ich schon 26 Geld. Okay, dann kommen wieder frische Pommes hier rein. Hotdogs kommen hier drauf. Und das Fleisch kommt hier auch drauf. Und zack, sehr gut. Okay, ich bin perfekt vorbereitet für den nächsten Gast. Pommes habe ich hier schon. Bitteschön. Oh, sehr gut. Hier ist mir auch ein bisschen was angebrannt. Ich glaube, das muss ich leider wegwerfen. Das ist angebrannt. Das ist angebrannt. Ist das auch angebrannt? Nein, das ist nicht angebrannt. Und das ist auch nicht angebrannt. Okay, sehr gut. Dann kommen auf jeden Fall wieder, frische Pommes hier rein. So, das wird doch gebraten. Und das wird doch gebraten. Ich muss auf jeden Fall das pünktlich hier vom Grill wieder runternehmen, dass nichts anbrennt. Oh, da will wieder jemand Pommes haben. Ja, die sind gerade in Arbeit. Pommes perfekt frisch. Und bitteschön, das schnell runternehmen, das schnell runternehmen. Okay, da kann ich schon die nächsten Würstchen braten. Das wird auch gebraten. Das klappt sehr gut. Habe ich noch Pommes? Ja, Pommes habe ich auch noch. Die kommen auch wieder hier rein. Ich habe 41 Geld. Ich glaube, ich spare, bis ich 250 oder 230 Geld habe, um mir schon die nächste Location freizuschalten. Da will jemand... Oh, was ist das denn? Oh, ein Ketchup! Oh, Ketchup möchte einer. Okay, erstmal das Getränk. Bitteschön, Getränk. Okay, jetzt möchte er noch Ketchup oben drauf haben. Ketchup haben wir hier. Ketchup habe ich. Okay, das bedeutet, wir haben hier das Hotdog-Brötchen. Hotdog kommt rein und zack, Hotdog habe ich. Okay, dann haben wir das Hotdog und Ketchup kommt oben drauf. Sehr gut. Und hier, bitteschön, Hotdog mit Ketchup. Da möchte, jemand Pommes haben. Die sind ein bisschen angebraten. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ja, dafür bekomme ich auch Geld. Sehr gut. Okay, da kommt der nächste. Da haben wir auch wieder einen weiteren Kunden. Ich habe schon 52
Geld. Okay, was möchte der weitere Kunde? Ich habe auch, nee, Senf hier insgesamt. Ja, Senf habe ich auch. Was habe ich sonst noch? Ich glaube, sonst nichts. Nee, nee, nee. Sonst nur die ganzen Getränke. Da möchte wieder jemand Pommes haben. Habe ich noch Pommes? Nein, Pommes habe ich nicht. Wie viel Geld hast du jetzt? Ich habe gerade 52 insgesamt. Pommes sind fertig und Pommes abgeben. Jetzt habe ich schon 57 Geld. Da möchte jemand einen Burger haben und Pommes. Okay, Pommes kommen sofort schon rein. Burger kann ich sofort schon zubereiten. Das kommt nämlich so hier hin und hier hin. Burger haben wir und bitteschön. Und die Pommes sind auch gleich fertig. Da bekomme ich nochmal extra viel Geld. Und perfekt, bitteschön. Sehr gut. Wow, ich habe richtig viel Geld bekommen. Jetzt habe ich 64 und einen Coin. Und es wird so langsam dunkel. Hier mit den nächsten Kunden schon. Was möchte er denn? Okay, er möchte erstmal Pommes haben. Pommes kommen hier rein. Oh nein, er möchte jemanden Burger haben mit Senf. Okay, aber kein Problem. Das haben wir noch vorbereitet. Das kommt hier so rein. Burger haben wir. Senf kommt drauf. Okay, Burger mit Senf wird abgegeben. Okay, hier möchte noch einer ein Getränk haben. Das ist hier die Limonade. Bitteschön. Okay, dann einmal ja, Burger mit Ketchup drauf. Kein Problem. Das kommt hier und das kommt hier. Ich glaube, meine Pommes. Oh, die sind verbraten. Oh, nö. Aber ja, ne, bitteschön, ein bisschen verbrannte Pommes. Okay, dann haben wir das. Oh, er möchte auch Pommes. Okay, nächste Pommes kommen hier rein. Okay, wir sind beim Burger. Der Burger bekommt noch Ketchup. Ja, Ketchup bekommt noch der Burger. Den können wir schon mal abgeben. Bekommen wir schon mal Geld dafür? Nein, bekommen wir nicht. Oh, wir müssen jetzt auf die Pommes warten. Okay, er hat nicht mehr so lange Zeit. Pommes, 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 schnell abgeben. Perfekt. Okay, 8 Coins haben wir bekommen. Er möchte ein Getränk haben. Haben wir auch. Und damit haben wir hier den ersten Tag geschafft. Das bedeutet, es geht wieder zurück. Ja, ja, ab zurück insgesamt. Ich kann jetzt hier zum einen bessere bzw. schnellere Geräte kaufen. Die sind aber relativ teuer. Okay, das wäre aber auch richtig, richtig cool. Aber als nächstes hole ich mir hier meinen nächsten Laden. Wir hatten hier das kleine Dorf, das Festival. Ah, das ist alles schon sehr, sehr teuer. Da würde ich sagen, dann hole ich mir als erstes hier das kleine Dorf. Ich habe es gekauft. Das kleine Dorf wurde freigeschaltet. Okay, wir waren jetzt erstens am Park. Das haben wir gut geschafft. Und als nächstes geht es hier vorne ins kleine Dorf. Und es geht los. Und das ist jetzt hier mein nächst größerer Laden im Dorf, bzw. im kleinen Dorf. Das ist cool. Ich kann hier auf jeden Fall schon zweimal parallel Pommes machen. Hier auch zweimal parallel alles braten. Ich habe hier echt ein bisschen mehr Platz. Okay, ich hole mir erstmal von allem ein bisschen. Dafür konnte ich mir auch schon mehr gleichzeitig holen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Hole ich mir schon mal 20 hiervon. Dann nochmal 20 Burgerbrötchen. So und so. Dann brauche ich auf jeden Fall... Oh, da will schon die erste Person Pommes. Das geht hier aber schnell. Okay, Pommes kommen hier natürlich rein. Ich kann die parallel braten. Das ist so praktisch. Okay, ich hole mir noch ein paar mehr Pommes. Und zack, ich muss gucken, dass die nicht verbrennen. Da möchten schon welche Getränke haben. Und Hotdogs auch schon. Ich bin so schnell nicht. Hotdogs. Die müssen hier gebraten werden. Schnell, schnell, schnell. Pommes sind fertig. Das geht hier alles eindeutig ein bisschen schneller. Das wird hier auch drauf gebraten. Oh, das habe ich schon. Ohne Ketchup, aber mit einem Getränk. Okay, das wird aufgesammelt. Schnell, schnell, schnell. Ein Getränk, ein Getränk. Das müsste das Getränk sein. Okay, die Person möchte ein Getränk. Die Person möchte ein Getränk. Und die möchte auch ein Getränk. Okay, und einmal noch Pommes. Habe ich noch Pommes? Ich habe keine Pommes. Die müssen hier rein. Die müssen hier rein. Okay, jetzt muss ich Hotdogs machen, schnellstmöglich. Das kommt hier hin. Ein Hotdog habe ich auf jeden Fall schon fertig. Das wird hier schon mal abgegeben. Okay, dann gleich nochmal die Pommes. Hier kommen auch nochmal Pommes rein. Das sammle ich auf. Das wird hier schon mal abgegeben. Okay, dann noch ein Getränk. Das ist das hier. Das kann ich hier schon mal abgeben. Was möchten wir hier für ein Getränk? Gar nicht. Da möchten wir noch einen Hotdog. Okay, Pommes sind auch fertig. Haben wir noch ein fertiges Hotdog? Nein, haben wir nicht. Die werden hier schon mal gebraten. Dann noch Ketchup oben drauf. Okay, das kann ich abgeben. Mit was zu trinken, bitteschön. Dann haben wir hier noch was zu trinken und noch ein Burger mit Senf. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall relativ viel Geld. Damit konnte ich mir hier die Level 2 Hotdog-Maschine kaufen. Tatsächlich, die habe ich mir gekauft. Es gibt sogar eine Level 3 Hotdog-Maschine. Okay, da hole ich mir aber erstmal hier die bessere Pommes-Maschine. Kann ich mir das auch noch leisten? Nein, den besseren Burger-Grill kann ich mir nicht leisten. Okay, das kann ich auf jeden Fall alles upgraden. Dann hole ich mir auf jeden Fall gleich den neuen Shop. Und das wäre schon hier vorne der beim Festival. Und ich kann mir jetzt hier für 1000 Coins den größten Laden auf dem Drachenfestival kaufen. Da bin ich gespannt. Okay, das habe ich gekauft. Jetzt geht es hier ins maximale Level. Ich bin jetzt so doll gespannt. Hey, hier drüben ist auch noch ein Laden. Was ist denn da los? Okay, ich habe so viele Bratestationen hier insgesamt. Okay, ich glaube, es kommen auch sehr viele Kunden. Das ist anstrengend. Schau mal alles raus. Yay, ja. Tun wir mal hier die Hotdogs raus. Die Burger Patties auf jeden Fall schon. Und vor allen Dingen auch die Getränke. Ja, Ketchup und Senf muss ich mir natürlich auch rausholen. So, dann hier die Getränke, dass ich die alle direkt den Kunden geben kann. Oh, da haben wir schon den ersten Kunden. Ich mache hier schon mal die Pommes rein. Das wird hier schon mal gebraten. Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt hier schneller geht oder weniger schnell verbrennt. Es geht viel schneller und ich kriege hier das Doppelte rein. Was ist denn da los? Es geht richtig schnell. Das ist ja so praktisch. Okay, da möchte einer... Ich fange erstmal hier an. Okay, hier werden jetzt erstmal die Pommes abgegeben. Dann das Getränk. Dann Hotdog mit Senf. Hotdog habe ich noch nicht fertig. Moment, Moment. Ah, die sind hier.
Oh, die sind ein bisschen angekokelt insgesamt. Bitte hier aufsammeln. Sehr gut. Okay, Hotdog mal schnellstmöglich. Zack. Hotdog-Brötchen haben wir hier. Okay, normales Hotdog haben wir. Okay, einmal mit Senf drauf insgesamt. Senf haben wir hier. Und zack, das kann ich hier schon mal abgeben. Bitteschön, erster Kunde schon mal weg. Dann möchten die alle diese Getränke haben. Einmal bitteschön. Und bitteschön. Okay, haben wir noch Pommes? Ja, Pommes haben wir noch. So, einmal hier Pommes. Dann einmal dort Pommes. Und jetzt noch zweimal das Hotdog. Einmal und zweimal. Sehr gut. Und zweimal mit Ketchup. Okay, zweimal mit Ketchup. Einmal. So, Ketchup kommt hier drauf. Beim zweiten auch. Das haben wir hier. Und Ketchup kommt auch hier drauf. Bitteschön. Und bitteschön. Der möchte nur was zu trinken haben. Okay. Das war auch Kunden. Karte, die kommt von beiden Seiten. Oh, nee. Das wird eine knappe Nummer. Hier. Bitte, bitte, bitte. Den habe ich noch bedient. Sehr gut. Der möchte noch Pommes haben. Ich hab gar keinen Platz mehr. Ich muss mein Geld mal hier zwischenlagern insgesamt. Weil sonst mein komplettes Inventar fürs Essen voll ist. Okay, der bekommt gleich seine Pommes insgesamt. Die werden hier gebraten. Aber ich muss sagen, hier mit den neuen Maschinen geht das alles doppelt so schnell. Das ist so praktisch. Okay, bitteschön. Ich bekomme wieder ein bisschen Geld. Der möchte nur was trinken. Bitteschön. Sehr gut. Okay, der möchte einiges mehr. Okay, Pommes sind gleich fertig. Oh, habe ich schon fertige. Bitteschön. Und Hotdog. Oh, sind hier fertig. Perfekt, perfekt. Okay, Hotdog-Brötchen. Das kommt hier hin. Und Ketchup kommt hier noch oben drauf. Und Ketchup habe ich. Bitteschön. Dann hier noch ein Getränk. Habe ich auch. Er möchte nur Pommes haben. Nur Pommes ist auch kein Problem. Die habe ich sogar noch. Guck mal hier. Bitteschön. Sehr gut. Das hat aber wirklich super, super, super doll viel Spaß gemacht. Ich habe hier beim letzten Drachenfestival so viele Kunden bedient und auch wirklich super, super doll viel Geld gemacht, dass ich mir hier insgesamt alle Upgrades von meinem kleinen Laden leisten konnte. Und vor allen Dingen konnte ich hier vorne mir auch alle Läden freischalten. Und ich muss wirklich sagen, das kleine Dorf hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber auch natürlich hier das richtig doll große Festival. Aber ich muss sagen, beim großen Festival war wirklich so, so, so doll viel los. Das hat aber wirklich super doll viel Spaß gemacht. Und wir haben uns einen Laden aufs maximale Level geupgradet. Sehr gut. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.